Moin moin liebe Retro-Freunde, ich bin's wieder, euer Marcel und ihr seid herzlich willkommen hier bei mir auf dem Channel Infinity NES, heute zu einer weiteren Folge NES Quick, genau. Nachdem es ja beim letzten Mal mit Swamp Thing ein wirklich miserables Spiel gab, gibt es heute mal was richtig Feines und zwar habe ich mal in die Shooter-Kiste gegriffen und zeige euch heute Over Horizon. Ja, Over Horizon ist ein, meine ich, PAL-exklusives Spiel, welches man mega empfehlen kann und das möchte ich gerne heute tun und ja, wir schnacken nicht lange rum um den heißen Brei, sondern gucken kurz das Intro und dann geht's ab mit Shooting Action im Over Horizon Bio-Weltraum. Los geht's, liebe Freunde. Ja, los geht's mit Over Horizon, ein Spiel, was ich euch echt schon lange mal vorstellen wollte hier. Einen Shooter hatten wir noch nie bei NES Quick und deswegen gibt's heute mal ein richtig schmuckes Shooter-Stück, ein richtig schönes Stück Shooter-Software auf dem NES und ja, ich würde sagen, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken und los geht's hier mit Over Horizon. Es gibt hier einen Continue-Mode, was ich schon mal ziemlich cool finde. Edit-Mode, weiß ich gerade gar nicht, was es ist. Cool. Cool, also man hat anscheinend hier echt einiges noch zu customizen, wenn man das möchte. Wir machen einfach mal Game Start. Es gibt keinen Koop-Mode oder sowas, sondern es ist purer Singleplayer. Das Besondere an Over Horizon ist, dass man also mit A nach vorne schießt und mit B nach hinten. Und seht es mir bitte jetzt schon mal nach, ich bin echt kein Shooter. Ja, ich sollte vielleicht einfach auch auf den Monitor gucken. Kein Shooter-Profi. Das Ganze spielt, also ist ein Weltraum-Shooter, bloß hat halt ein bisschen diesen, wie soll ich sagen, ein bisschen diesen Bio-Charme, diesen biologischen Style. Also man hat die ganze Zeit also viel mit Pflanzen zu tun und kriege ich das noch? Nein. Und ich spiele hier jetzt mal nicht mit meinem Turbo-Controller, sondern ganz normal. Ich habe, als ich es neu hatte, eine ganze Weile Over Horizon gespielt und war da echt ganz gut im Training. Bin da richtig weit gekommen auch und so. Wir hatten das auch mal bei einem Retro-Freunde-Turnier hier als Spiel dabei. Jetzt habe ich auf Laser upgegradet. Das Upgrade-System funktioniert automatisch. Man hatte also nicht groß die Wahl sozusagen. Man hat eben, wie gesagt, das Feature, dass man eben vorwärts und rückwärts schießen kann, das finde ich ganz cool. Das ist ein bisschen so ähnlich wie bei SCAT oder bei Action in New York. Falls ihr das kennt, falls nicht, dann stelle ich es euch vielleicht irgendwann mal vor. Action in New York ist auf jeden Fall ein ziemlich teurer Shooter auf dem System und what? Boah, ich merke gerade, Shooter spielen und gleichzeitig kommentieren ist einfach nochmal eine andere Liga. Also wenn man Swamp Thing spielt, hat man ja alle Zeit der Welt. Aber wenn man hier Over Horizon zockt und auch irgendwie ein bisschen was bewirken will, dann muss man sich schon ganz schön anstrengen auf jeden Fall. Seht's mir also echt bitte nach, wenn das hier jetzt gerade nicht ganz so souverän aussieht. Aber ich gebe mir hier die größte Mühe, das für euch zu zeigen. Und ich hoffe, dass die Controller-Geräusche nicht so laut sind. Boah, jetzt aber. Also ihr seht schon, hier geht's echt ordentlich ab und ich möchte euch eigentlich gerne bis zum ersten Boss spielen. Ich möchte euch gerne den ersten Boss zeigen. Grafisch ist das Ganze, finde ich, ein Oberkracher. Also ihr seht schon, klar gibt's bei viel Action auf dem Bildschirm ein paar Slowdowns, aber ihr seht auch, dass das Ganze hier wirklich aufwendig gemacht ist. Und geil, ein zweiter Operator. Wirklich aufwendig gemacht ist und auch viel auf dem Bildschirm zu sehen ist, das macht richtig Laune. Das macht richtig Laune, das macht voll Spaß. Over Horizon ist ein richtig geiler Tipp. Also man muss für das Modul auch ein bisschen Asche hinlegen. Ist nicht ganz so günstig. Ist aber, würde ich sagen, auf jeden Fall einer meiner absoluten Lieblingsshooter auf dem System. Und definitiv holt Over Horizon echt alles raus, was ein Shooter so rausholen kann. Jetzt sind wir hier beim ersten Boss. Das ist dieser Wurm. Und den würde ich natürlich gern für euch platt machen. Ihr seht schon, ne, das ist echt cool gemacht. Also man hat hier mit Insektoiden zu tun und
Okay, der eigentliche Boss ist nicht der Wurm, sondern dieses Viech. Stimmt ja. Ich gebe einfach mal alles. Wenn alles reichen sollte, dann ist es gut. Wenn nicht, dann habe ich es euch auf jeden Fall gezeigt. Und das steuert sich sehr direkt. Man hat auf jeden Fall stets das Gefühl, dass es fair ist. Und wenn man Fehler macht, dann, dass man sie selber gemacht hat und nicht, dass das Spiel unfair ist oder so. Überhaupt nicht. Yes! Yes! Schaut euch das an. Also so muss eine Explosion auf dem NES aussehen. Richtig geil. Das ist doch, hat sich doch echt mal gelohnt, euch das zu zeigen. Es geht jetzt hier durch verschiedene Level. Mit verschiedenen Themes so. Es gibt auch noch so eine Eiswelt und was weiß ich nicht alles. Gucken wir einfach nochmal Stage 2 an mit euch. Da sind wir, ach, in diesem Labor-ähnlichen Teil. Okay. Ja, hier ist alles ein bisschen mechanischer. Wir sind also in the inside sozusagen. Und fighten uns geil. Fighten uns hier mal ordentlich durch. Das ist doch auf jeden Fall schon richtig geil. Diese Dinge muss man also zerstören, damit... What? Ja, wenn du da natürlich nicht aufpasst, bist du natürlich gefangen. Kann passieren. Also ihr seht schon, selbst in den ersten zwei Stages ist das Ganze hier doch auf jeden Fall, würde ich sagen, ziemlich abwechslungsreich und macht doch echt was her. Den da oben, können wir den treffen? Ja. Den da unten auch. What? Oh, jetzt wird es hier ein bisschen strange. Ich weiß nicht genau, ob man, ich glaube, man darf die Wände und so nicht berühren. Genau. Den müssen wir mal wegballern hier. Also ich mach's, wenn ich das nächste Mal down bin, dann hören wir auf. Aber noch sieht das ja ganz gut aus. So, machen wir mal hier die Goschen zu. Und ihr könnt alle schön in die Wand reinbröseln. Macht richtig Spaß. Also Over Horizon, mehr als nur ein Tipp. Also, kann man... Das ist ja richtig Link, ey. Das wird wahrscheinlich auch nicht gehen. Ja. Ich, wie gesagt, Freunde, ich gebe hier echt mein Bestes. Macht total Spaß. Macht total Spaß. Vor allen Dingen, es ist anspruchsvoll, aber man kann was reißen, wollte ich gerade sagen. Es ist anspruchsvoll, aber man kann echt was reißen, ja? Auch ohne viel geübt zu haben. Okay, ich bin Game Over. Game Over heißt, das reicht. Und Game Over heißt vor allen Dingen, wir sehen uns in dem, in der Spielebewertung zurück. Ja, wie letztes Mal auch, rutsche ich ein kleines Stückchen zur Seite, damit wir hier die Spielebewertung uns angucken können von Over Horizon. Over Horizon räumt richtig Punkte ab. Grafik finde ich unschlagbar geil, also da kann ich nur 5 Punkte geben. Gerade dieses biologische Design finde ich cool. Die Boss-Gegner sind cool designt. Die sind alles ja, so mehr oder weniger irgendwelchen Tieren nachempfunden. Ein richtig netter Space-Shooter, der auch abwechslungsreich aussieht. Sound finde ich cool, die Mucke schockt, es ist actionreich und passt auf jeden Fall sehr gut zum Geschehen. Die Controls sind tight, die Controls sind fair, Gameplay super, kann ich nichts dran aussetzen, gibt 5 Punkte. Beim Gegnerdesign, ja, es ist halt ein klassischer Shooter, ne? Es bietet einem relativ wenig Neues, sage ich mal, oder bisher noch nicht gesehenes, relativ wenig Gegner-Innovation, deswegen habe ich mal einen Punkt abgezogen, kann ja auch nicht überall 5 Punkte kriegen. Und Preis-Leistungs-Verhältnis lege ich auf 4 Punkte fest, denn das ist ein Modul, welches definitiv kein günstiges Spiel ist. Trotzdem würde ich es als Hidden Gem bezeichnen, denn so mega teuer ist es nicht. Dafür schockt es total. Also wenn ihr einen richtig, richtig guten Shooter haben wollt, der auch noch PAL-exklusiv ist und der eure NES-Sammlung da total aufwertet, dann schaut euch nach Over Horizon um. Und ja... Insgesamt gibt es eine Superheit von grandiosen 88%, also auf einem Level mit Shadow Warriors, wenn ich mich recht erinnere. Also, definitiver Unzock-Tipp, zieht euch Over Horizon mal rein, holt es euch für eure Sammlung, kann ich euch echt nur empfehlen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich bin erstmal raus, verabschiede mich an dieser Stelle mit einem richtig guten Spiel, was mir auch sehr gut gefällt. Und nochmal kurzer Hinweis, wenn ihr... euch mal ein Spiel wünschen wollt, dann macht das gerne. Also ich bin ja nun hier wirklich in der Lage, euch einige Spiele zu zeigen. Ich habe jetzt um und bei rund 285 NES-Titel hier, die ich direkt anzocken kann. Sagt einfach mal, haut einfach mal raus, was ihr euch wünscht. Ich habe noch ein paar Wünsche liegen sozusagen, ein paar Wünsche aufgeschrieben, aber ich möchte da gerne auf eure, gerne auf eure Wünsche eingehen. Haut mir das einfach in die Comments unten und sagt mir einfach mal Bescheid.
Gerne könnt ihr natürlich auch ein Like da lassen. Ihr dürft gerne meinen Channel auch subscriben. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin raus, euer Marcel. Macht's gut, liebe Freunde. Und ich spiele jetzt noch ein bisschen Over Horizon, weil es nämlich echt geil ist. Das macht nämlich richtig Laune. Los geht's.